Formate, die sind nicht so gut. Und dann gibt es wieder Formate, die sind... Oh. Es gibt Videos, die sind informativ, die versteht man sofort. Und manchmal denkt man sich... Oh, was ist das denn? Ja, wir reden heute wieder über... Hilf mir! Juhu! Ich glaube, dass der Stalker wieder da ist. Boah, scheiße, was mache ich denn jetzt? Disclaimer, ja? Ich habe das nicht so geschnitten. Das ist der Start der Folge. Kein Intro, keine dummen Kameraschwenks über die Stadt, nichts. Ich weiß nicht, wie es Hilf mir schaffen kann, schon bei Sekunde 0 die Gesamtqualität noch weiter nach unten zu schrauben als sowieso schon. Jedes Mal denke ich mir, wir wären beim absoluten Nimbus angekommen. Fußboden, 0 Kelvin. Aber Hilf mir hebelt immer wieder aufs Neue die physikalischen Gesetze der Serienproduktion aus. Wirklich. Hilf mir schafft es jedes verdammte Mal, mich aufs Neue zu entsetzen. Und ich reg mich jetzt schon auf, als wäre das Video zu Ende. Und hätte nicht gerade erst angefangen. Ich brauch Yoga. Fahren wir fort. Guten Tag, Frau Engels. Ich bin Sie Hausmeister. Das klingt nicht nach Hausmeister. Das klingt nach Stasi. Frau Engels, wir haben Informationen über Ihre Unzufriedenheit mit dem System erhalten. Bitte machen Sie die Tür auf. Vor allem war Brüder da quer durchs gesamte Treppenhaus. Es ist ein schönes Exempel für alle anderen Insassen, Mitbewohner. Frau Engels, die Tür bitte auf. Wo ist bitte der Türspion? Auf praktischer Hüfthöhe, damit man direkt erkennen kann, was der Hermesbruder von Amazon mitgebracht hat, oder was? Vielleicht haben die auch einfach eine Tür im Outland gekauft oder das Ding falsch rum reingebaut. So. Ah, das muss das Scharnier ist links, ja, dann dribbelt das einfach um. Und dann gucken die einfach unten durch, Alter. Das ist echt dumm. Mach die Tür auf, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Also, die Freundin hat den Ernst der Lage echt begriffen. Ach, Schaubine, Alter, mach mal die Tür auf. Das ist hier der Weihnachtsmann, sagt er. Klopft da einfach Michael Myers und sagt, hi, ich bin's, Michi. Die macht die Tür auf und dann kriegt die Machete ins Maul. Nee, immer durch den Spion gucken, Leute. Guten Tag, Frau Engels. Ich bin's, Ihr Hausmeister. Mann, das ist ja eine richtig organische Vorstellung. Da hat sich die Putzfrau von RDL mal wieder richtig Mühe gegeben, den Text zu schreiben. Ich kann mir wirklich nichts Suspekteres vorstellen, als jemand, der sich nur mit seinem Arbeitstitel vorstellt. Ja, schönen guten Tag, ich bin Herr Doktor... Arzt, der auf jeden Fall in diesem Krankenhaus arbeitet und awkward lange die Hand schüttelt, Philipp. Nice! Tür wieder zu. So, danke. Und jetzt bleibst du da draußen. Ich hatte Ihnen doch zwei Namensschildchen gegeben. Einmal Ihren Namen drauf machen am Briefkasten und einmal Ihren Namen an der Klingel. Ich vermisse alle beide. Also, hier ist das Problem. Ja, die Frau ist gerade umgezogen, weil sie gestalkt wurde und hat jetzt Angst, ihre Namensschilder anzukleben. Ja, sie will nicht, dass der Stalker wiederkommt. Aber es ist in Deutschland keine Pflicht, ein Namensschild an der Tür zu haben. Also wählt sie den einzig logischen Weg und... Vielleicht könnten Sie das Ganze ja ein bisschen herauszögern. Sagen wir jetzt mal... Wie denn? Auf ein paar Wochen... Bestecht den Hausmeister mit einem Fuffi? Warum geht die damit nicht zur Hausverwaltung? Warum bestecht sie den Hausmeister? Oh Mann, Alter, ich habe jetzt schon keine Kraft mehr, Fälle. Ich mag nicht mehr, das ist scheiße. Ich komme nachher nochmal wieder vorbei. Ich muss Wasser und Gas nachgucken. Und warum kommt der dann nochmal zu ihrer Wohnung? Schläft die auf dem Boiler? Der Kram soll doch im Keller stehen, oder nicht? Ja, ich würde gerne im dritten Stock den Hausanschluss fürs Gas überprüfen. Ja, klar, das klingt logisch, würde ich sagen. Aber vielleicht löst sich das ja noch auf. Immer dran denken, Malte, unvoreingenommen. Okay, nein, gute Frau, warum lässt du den jetzt am Fernseher rumschrauben? Nehmen wir mal an, dass in ihrer Wohnung tatsächlich die Gas- und Wasserwerke Neukölln eingezogen sind und jetzt unter ihrem Teppich arbeiten. Warum lässt man dann als extrem ängstliche Frau eine wildfremde Person irgendwas anderes in seiner Wohnung tun, als auf den Atemzug genau das, wozu sie sich angekündigt hat? Ich habe echt Angst vor Stalkern, aber ich lasse jetzt erstmal meinen Hausmeister meinen Fernseher entlüften. Schlimm mit der Stalker-Geschichte, oder? Ich bin ja froh, dass das alles vorbei ist. Dieses Foreshadowing. Schlimm, dieses Stalker-Geschichte, oder? Und im Hintergrund baut er einfach die Ultra-Stalk 4K Streamcam auf. Ich frag mich, wer dieser Stalker sein könnte. Ne, man kann ja bei Filmen und so mit Framing und Blocking arbeiten. Ne, man kann etwas verdecken oder so framen, dass es irgendwie besonders im Bild ist. Aber das da ist nicht Blocking, sondern das ist einfach kein Bocking, weil die aber keine Lust haben, was Cooles zu drehen. Stalking hat oft schwerwiegende Folgen für die Opfer. Ja, Pistolenschüsse auch. Hier wurde der Arsch versohlt. Das ist jetzt keine medizinische Aussage. Ich verstehe immer noch nicht, wie irgendjemand diese zwei Chims ernst nehmen kann, Alter. Stalking kann schwerwiegende Folgen haben. Ach echt? Husten kann was Schlimmes sein. Wenn man hinfällt, tut's weh. Und die heiße Herdplatte war eine schlechte Landing Area für mein Gesäß. Ich habe mich echt mal auf eine heiße Platte gesetzt, Philipp. War nicht so cool. Also hier, Bobo und Berla sind natürlich wieder dabei und faseln irgendwas Pseudopsychologisches vor sich hin. Meine Frage ist jetzt aber, warum guckt der Bobo so böse? Ist ihm etwa aufgefallen, dass er hier 10-Jahres-Vertrag für die Scheiße unterschrieben hat? Oder ist er der Stalker? Alles hingeblättert, was ich hatte. Und jetzt sitze ich und hab
ausgerechnet meine letzten 50 Euro, die ich noch hatte, an den Hausmeister vergeben. Ja, Mensch. Hättest du mal dem Hausmeister deine letzten 3 Euro einfach nicht gegeben, Alter? Hättest du dem einfach gesagt, er soll sich sein dummes Schild in die Kimme stecken? Außerdem sprudeln da ihre letzten 47 Euro im Glas rum, Alter. Oh, ich bin pleite. Erstmal Shampoos, Leute. Die weiß, wie es geht. Muss ich auch gönnen. Mein Gott, haben sie mich erschreckt. Ja, warum ist das nur so? Und wieso sitzt er hinter einem Betonblock mit einem Zollstock? Was macht der da? Jo, ich guck mal hier, ob die Wand ja auch 3 Meter lang ist, ne? Oh, Engels, was sind Sie ja schreckhaft. Ich müsste noch mal mit Ihnen reden. Wieso haut der Typ einfach Frau Engels? Ja, Frau Schreckel, ich hau Ihnen mal die Schulter vom Kopf. Verprügel die erstmal, ne? Jetzt mal unabhängig vom Titel der Folge. Wie kann der Polizei, die angeblich ja schon seit Monaten nach Hinweisen über den Stalker suchen, der allein rumlaufende und extrem suspekte Typ nicht aufgefallen sein? Wenn es Solid Snake gibt, dann ist der einfach weiche Birne. Schwierig, Philipp. Also die Frau zieht um und am anscheinend ersten Tag gammelt er irgendein Hausmeister vor ihrer Tür rum, oder was? Worum geht's? Das geht nicht so, dass Sie kein Klingelschild an der Tür haben. Die Hausverwaltung hat mir Druck gemacht. Auch Sie müssen eins haben. Und wofür habe ich Ihnen dann die 50 Euro gegeben? Ja, Frau Stengel, das habe ich mich auch schon vor 5 Minuten gefragt, du Dummkopf. Ja, aber so Sicherheitsschlüssel sind wahnsinnig teuer. Die kann ich mir nicht mal eben leisten. Normalerweise kostet sowas 500 Euro. Aber mein Freund Fried, der besorgt sowas billig. Und ich baue ihn das ein für lächerliche 300 Euro. Abgesehen davon, dass die Zahlen einfach hier völlig aus dem Arsch gezogen sind, welcher hirnverbrannte Vollidiot würde so ein Angebot von einer wildfremden... Ja, okay, von mir aus, okay. Mann, Frau Engels, was sind Sie ja eine Schreckhafte? Na, ich spoiler jetzt nochmal dreist, ja? Er ist der Stalker. Oh, ich weiß, damit hätte niemand gerechnet. Alter, du böser Fingerhals, schnauzen jetzt, ne? Ich möchte ja jetzt auch niemandem sagen, wie er seinen Job richtig macht. Aber wenn ich ein Stalker wäre, würde ich ja versuchen, unauffällig zu sein und nicht durchgehend mein Opfer zu belästigen, Alter. Und dann noch richtig schnippig werden. Da bist du auf der Abschussliste aber ganz weit oben. Sessel und Frau Engels haben jetzt übrigens ein Kind. Die hat einfach den Stuhl gekuschelt. Aha. Die wird also von einem Schimpansen gestalkt, der schön Scheiße an die Scheibe schmeißt. Die Statur passt auch wieder überraschend zu unserem Hausmeister Krause. Es sieht ein bisschen aus wie der Tier-Titan aus Attack on Titan. Ja, der hat auch immer Steine geschmissen. Und Pferde. Und Häuser. Ja, also wenn morgen so ein halber Chihuahua die Balkontür runterschmiert, dann wissen wir es mit Sicherheit. Oh Gott, oh Gott. Alles in Ordnung, Lady? Ja, sie haben mich erschreckt. Jetzt erschrecken die mich auch schon mit ihrem dummen... Alter, hör auf mit der Scheiße. Das ist bestimmt das 4. Mal in dem Video. Ich wollte Sie noch fragen, ob eventuell das Angebot mit der Alarmanlage noch steht. Okay, jetzt hat sie Panik. Aber was soll eine Alarmanlage im 80. Stock an einem steinewerfenden Hausmeister in der Einfahrt ändern? Baut er gleich noch eine Flak mit ein, Alter? Steinsuchende Wärme, Bildraketen mit Becherhalter. Bam, Alter. Ungefähr. Da müsste ich schon 450 Euro für haben. Naja, es gibt ja glücklicherweise keinen Holzkopf auf dieser Welt, der so ein unglaublich fragwürdiges Angebot ohne Rechnung und Versicherung annehmen würde. Mir ist das Geld schon wert. Verdammt, wie doof. Super. Wisst ihr noch damals, was ich am Anfang des Videos gesagt habe? Wirklich? Hilf mir, schafft es jedes verdammte Mal, mich aufs Neue zu entsetzen. Hilf mir. Normalerweise beschwere ich mich ja gerne über die hölzerne Performance der Schauspieler bei solchen Formaten. Aber der Typ spielt das echt krass. Vielleicht ein bisschen zu krass. Vielleicht muss man mir hier nachhelfen, Alter. Oh. Gut, ich will weg, ne? Oh, was ist das denn? Unangenehm. Das ist echt unangenehm. Das ist schlimm. Schön, super. What? Ja, erstmal vielen Dank wieder an die Putze. Gutes Drehbuch. Authentisch, autonom, bleifrei. Aber warum hat das Kamerateam jetzt bei ihr zu Hause auch gechillt? Ist das etwa alles so eine Verschwörung? Das Kamerateam steckt mit dem Stalkmeister unter einer Decke. Und wenn wir die Stränge bis zum Anfang zurückverfolgen, dann landen wir... Oh Gott, nein! Ah! Get the fuck out!